Und da bin ich wieder. Das war dann leider doch schon Cut. Aber dafür mache ich jetzt noch ein bisschen. Vielleicht mache ich das Gebiet sogar komplett fertig. Ich weiß noch nicht genau. Ketzer, an mir kommst du nicht vorbei! So tiefe Loyalität? Für einen, der dich wie einen angeketteten Hund diesen Vorposten bewachen lässt? Lebst du gut von den Resten, die er dir vorsetzt? Deine Beleidigungen werden nur bewirken, dass dein Tod umso qualvoller wird! Kain hat mich schon einmal getötet und nun schau mich an. Ich habe von dir nichts mehr zu befürchten. Ja, und das hier klappt auch schon wieder richtig gut. So, ich muss noch einmal ganz kurz auf ins Menü rein. Das doch nicht so ganz sitzt, wie es sein sollte. Nein! Oh, bin ich blöd. Ja, man sollte sich vielleicht vorher richtig hinsetzen. Wäre vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. So. Na komm. Tschüss. Dieses Relikt hat dir die Kraft verliehen, den Raum zu verdichten und zu manipulieren. Auch der Soul Reaver verfügt über diese Gabe. Konzentriere dich. Und schleudere einen Ball genetischer Energie auf Gegenstände, die du sonst nicht erreichen könntest. Ja, nun kam aber das telekinetische Projektil erhalten. Was uns noch sehr wichtig und sinnvoll sein wird. Witzig sein wird, so heißt das. Und es wird bei dem Kampf, den wir jetzt gerade gesehen haben, wird spekuliert, ob hier nicht irgendwann mal was rausgeschnitten wurde. Ich könnte es mir vorstellen, dass es wirklich so gewesen ist. Aber es ist, wie gesagt, nur eine Vermutung, denn der Kampf eben war sehr leicht. Und dafür, dass wir eine so mächtige Fähigkeit eigentlich... Der Teleporter. Irgendwas sollte er sein, aber irgendwie ist er leicht. Ah ne, da. Hier ist er dafür. Okay. Ich hatte eben so einen kurzen Angstmoment. Apropos, ich werde einmal ganz kurz speichern. Nicht, dass hier nochmal ein Missgeschick passiert. So.
Dankeschön. Solche Sprungpassagen werden wir jetzt öfters haben. Zumindest im nächsten Abschnitt. So, hier will ich jetzt einfach nur mal kurz was zeigen. Hier ist ein wunderbares Glasbild. Hier gibt's nichts Besonderes tatsächlich. Ich will nur zeigen, dass hier wirklich nichts Besonderes gibt. Hier ist einfach nur so ein Glyphen-Oflat-Dingens. Und ja, hier ignorieren wir euch mal. Und hier müssen wir sowieso in die andere Welt. Das heißt, das eben war total irrelevant. So. Blödes Viech, ne? Jedes Mal wieder. Kommst mir eh nicht. Ja, ihr Blöden, ihr kriegt mich jedes Mal. So. Den anderen muss ich dann halt nochmal erledigen. Aber ich will zumindest erst, weil die hier weg haben. Die andere existiert nicht mehr. Andere Seele. Deswegen erledigen wir dich nochmal. So. Aber das Gute ist, dass das telekinetische Projektil auch funktioniert, wenn wir den Survivor nicht haben. Das wäre sonst nämlich etwas sehr blöd. Nein, bitte in die andere Richtung. Da konnte man eben auch schon das erste Clan-Symbol oder das nächste Clan-Symbol sehen. Ich würde einmal kurz zurückgehen. Und zwar dieses hier. Und ich glaube, ich sage noch nicht, von welchem Bruder es ist. Müsste Rensig uns, glaube ich, noch selber sagen. So, hier ist ein wunderbares Bötchen. Das wir natürlich drauf springen. Und jetzt müssen wir nicht da hoch. Nein. Böser Rasi. Müssen wir da hoch. Da kommen wir so aber nicht hoch. Deswegen. Nein! Genau das sollte nicht passieren. Oh, jetzt müssen wir den ganzen Weg nämlich normal machen. Was heißt die ganzen, aber. Ab dem Ort, wo hier dieses Gitterchen ist. Da. Ab hier an. Na komm. Okay.
Das Witzige ist, als Kind habe ich da wirklich lange für gebraucht. Wo das nicht schwer ist. Wenn man es nicht gerade so gemacht hat wie ich. Ich meine, meistens passiert es mir, wenn ich mich gerade darunter fliege. Nicht, wenn ich schon in dieser Welt bin. Hier hat man auch schon das coole Theme zu diesem Abschnitt gehört. Und hier ist der Teleporter. Und es ist 2.20 Uhr und ich bin immer noch wach. Nun schalten wir auch diesen Teleporter frei. Ich würde das einmal noch aktivieren. Dann wieder raus. Speichern. Hier graut es mir tatsächlich so ein bisschen vor dem Kampf. Also es dauert noch, bis wir da sind, aber ich baue mir dennoch das ein bisschen vor. Aber ich ahne, dass es schon sehr viel hektisch sein werde, wenn wir da sind. Wie eigentlich auf dem gesamten Weg, der uns dahin noch bleibt. Ah. Hier müssen wir auch wieder unserem Projektil schießen. Einst Zuflucht vor der vampirischen Gefahr, ist diese Abtei in den Fluten versunken. Dein Bruder Rahab und seine Brut, die selbst die schwachen Strahlen der Sonne Nosgoths fürchten müssen, haben ihre Verwundbarkeit durch Wasser überwunden und sind nach unten ausgewichen. Nun suchen sie die Ruine heim und gleiten durch die Dunkelheit dieser Tiefe. Ja, und da merken wir schon die Stärke dieser Viecher. Das Wasser. Und ich, blöde Kuh, bin gerade volle Kanne hier rein. Das passiert mir sonst nicht am Anfang. Ist aber kein Problem. Noch kommen wir hier hinten hoch. Wenn uns das später passiert, haben wir ein größeres Problem. Und ihr seht, da oben ist auch so ein... ja... Wechsler in die materielle Welt. Hier kommt keine Seele. Hier müssen wir leider warten. Hier kommt nichts. Oder kommt sie? Nee. Sie schwebt da nur. Aber wir können da hinten auch noch hoch, aber noch nicht jetzt. Das dauert tatsächlich noch. Hier sind halt wirklich sehr viele Jump-and-Run-Passagen. Das Schlimmste kommt aber eigentlich erst noch. Da sehen wir schon einen der Gegner schwimmen. Ja. Leck mich. Ja. Das meinte ich mit, für gewöhnlich passiert mir das immer am Ende. Och, Rosi.
Okay. Aber für gewöhnlich bin ich auch schneller. Das Schlimmste ist jetzt halt wirklich immer dieses Warten. Aber wenn ich es jetzt beim nächsten Versuch nicht schaffen sollte, dann werde ich trotzdem einfach den Part hier beenden. Dann haben wir nämlich was, worauf wir uns beim nächsten Mal freuen können. Ich muss nämlich noch mindestens ein Skyrim-Part aufnehmen. Dann kann ich nämlich... Oder habe ich bis morgen halt quasi Zeit. Kann ich das Mittwochnacht quasi machen. Und Mittwoch auf Donnerstag. Und brauche mir da nicht so viel Druck machen. Gott. Lass mich. Lass mich durch. Das wird mich ja so Nerven kosten. Mein Nervkostüm ist dabei nur so dünn. Lecker, funny. So. Schlimmste ist, da ich es jetzt geschafft habe. Jetzt eigentlich versuchen, so komplett zu schaffen. Weil sonst habe ich die Sprungpassage morgen wieder. Vielleicht beim nächsten Mal wieder. Oh, das ist dieser Raum. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie es funktionierte. Dann werde ich hier bestimmt irgendwas nochmal neu machen müssen. Die Hoffnung, dass hier Dinger runterkommen. Und da sie das nicht tun, das war Glück. Weiß ich jetzt, dass ich da in der normalen Welt rüber muss. Oh Gott. Nein! Oh, Rasi. Oh. Ach ja. Das Level mit dieser Kamera wird... Spaziergang.
Ja, schlimmste ist einfach, dass der Part fast zu Ende ist. Weißt du, das immer noch so weit auf? Ja. Man sieht alles. Basil, bedeck dich doch mal. Okay, sehen kommen aber auch nicht. Oh, ich würde das so gern lieber mit Gamepad spielen, aber das funktioniert leider nicht. Gamepad ist hierbei leider out of order. Defiant funktioniert das auf jeden Fall wieder. Also in einigen späteren Teilen. Problem. Was ihr gesehen habt. Oh Gott, quasi. Oh Gott. Eieieiei. Ihr merkt schon, dieses Level besteht dann nicht weiterem als Ausweichen und Jump'n'Run. Sind wir jetzt in der großen Saal? Ja, wir kommen jetzt in den großen Saal. Gott, und ich hasse es. Ja, das einzig Gute daran ist, dass wir es sogar eigentlich schon beinahe geschafft haben. Weil wir hier schon an dieser Stelle sind. Aber diese Stelle ist so ätzend. Mit. Ihr seht es, ne? Ihr seht es. Meine Devise war bis jetzt immer: bleib ja hier dran. Jetzt hat meine Taktik immer funktioniert. So, hallo. Hier bin ich tatsächlich mal dafür, das zu machen. Und Salem, lässt du das jetzt mal bitte? Lämpchen. Aber lass es kurz sein lassen. Wieso willst du außerdem nicht dran kratzen? Das weißt du genau. So. Ich werde trotzdem einmal ganz kurz eine Part hier beenden und wir sehen uns gleich wieder.